Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 4. April. Vierter, vierter. Viererturm. Ja, geht es um Stabilität, Sicherheit, aber ja, vielleicht auch darum, ein bisschen in Lockerheit zu kommen, etwas loszulassen. Ja, schauen wir mal. Heute, also es wollte so liegen, ja. Berufliche Veränderungen. Aha, guck mal an. Naja, eben, wir hatten ja die neuen Münzen an der Unterseite des Tarot, ne? Ja, vielleicht spielen hier berufliche Entwicklungen diese Woche auch eine sehr starke Rolle. Ja, dein Berufsweg führt dich in eine aufwärtsstrebende Richtung mit positiven Veränderungen, um deine Träume, Prioritäten, Passionen und Lebensaufgaben zu unterstützen. Vertraue darauf, dass diese Veränderungen dir helfen werden, das Alte loszulassen und das Neue willkommen zu heißen. Du wirst auf jedem Schritt des Weges unterstützt. Na, das ist schon mal eine tolle Zusage auch, ne? Ja, und dessen dürfen wir uns einfach auch immer wieder bewusst sein, ne? Wir sind ja einfach auch behütet und beschützt, ne? Ja, machen es uns selber vielleicht auch manchmal schwer, ne, durch, gerade auch durch vielleicht Misstrauen oder, also gestern hatten wir ja die drei Schwerter, ne, dass wir eben auch einen kurzen Blick haben, ne, manches gar nicht so weitreichend einschätzen können, was das vielleicht für Entwicklungen so auch positiverweise mit sich bringt. Ja, schön, guck mal, heute geht es hier schon anders lang, ne? Dein Berufsweg führt dich in eine aufwärtsstrebende Richtung. Naja, und so wie sich in einem etwas verändert, in einem Bereich, ne, verändert sich ja oftmals auch in vielen anderen dann entsprechend etwas. Ja, wir können das selber unterstützen, ja, indem wir Altes loslassen, Neues willkommen heißen, ne. Ja, vielleicht startet diese Woche tatsächlich auch sehr viel Neues, ne? Und ist das schon auch erstmal eine Gewöhnungssache, ne? Aber nach und nach, ne, kommt da vielleicht auch die Positivität hinein. Ja, guck mal, das Ast der Kelche. Ne, wird vielleicht einfach auch gesehen, was das für eine liebevolle Chance ist, ne? Eine Chance für Heilwerden, sich entwickeln, ne? Auf dem eigenen spirituellen Weg, ne? Also ne, auf dem eigenen Lebensweg, aber vielleicht auch mit ja, bestimmten Fähigkeiten, Vorhaben, ja. Ja, Ast der Kelche, eine liebevolle Chance hier, mindestens von der göttlichen geistigen Welt, aber ne, vielleicht dann einfach auch durch Begegnung mit anderen, auch die Chance, dir selber gut zu tun, mit dir selber ins Reine und in Frieden zu kommen. Ja, achte einfach auch gut darauf, ne? Ja, vielleicht darfst du hier auch im Beruflichen eine Chance zum Beispiel nutzen, für dich einzustehen, ja. Oder zu zeigen, was du kannst. Ja. Ja. Naja, und ne, altes Loslassen, neues Willkommen heißen, das hat schon eben auch mit dieser liebevollen Chance zu tun, mit dem Ast der Kelche. Ne? Ja. Dürfen wir da eben zum einen heilen, etwas loslassen, fließen lassen, gehen lassen. Und uns aber auch das Neue zufließen lassen, das uns ja in Balance auch unserer Lebensenergie wieder bringt. Ne? Naja, und dann kommen hier die Wolken. Ja, naja. Es kann sein, dass wir das an dem Tag heute noch nicht ganz klar sehen und verstehen. Ne? Veränderungen brauchen ja einfach auch ihre Zeit und das Ass ist einfach der Start, ne? Die Chance für einen neuen Entwicklungsweg, gerade so in Herzensdingen auch, in ne, spiritueller Entwicklung, persönlicher Entwicklung, Heilung. Na, und das ja, ist im Detail einfach oftmals noch nicht durchblickbar. Ist ja so ein Stück weit logisch auch, ne? Ja.
Ansonsten, ne, kann es auch sein, dass du für dich heute etwas klären darfst. Ne, die Chance bekommst, hier etwas zu klären im beruflichen Bereich, aber vielleicht auch im berufungsmäßigen Bereich, in dem, was dir anvertraut ist, ne, in dem, was dir am Herzen liegt, wichtig und wert ist. Ja, tu das. Steh dafür ein. Ne. Schreib deine Geschichte selber auch mit. Alles Gute dafür und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.